Das ist eine Zikade. Wir haben hier dem Schlupfwespe, ist es glaube ich, gesagt, sie soll die Zikade sagen, sie soll vorkommen. Und hier ist sie. Hallo. Hallo. Ja, genug gewunken. Also es ist so, wir machen einen Film für YouTube. Bist du interessiert? Okay. Dann kannst du dich eigentlich parat machen. Es sind auch so Millionen von Zuschauern. Ja, ich weiß schon, das ist aufregend. Gut, zuerst putzen, das ist wichtig. Wir nehmen nur saubere Schauspieler. Und das ist auch gut, immer schön unter der Achsel noch für den Putzen. Fertig geputzt. Okay, gut. Dann können wir. Ja, ist gut, ich habe es gesehen. Wir können an ein Set gehen. Du musst einfach anders herstehen. Du musst an einen Ort her, wo genau sehr schön ist, gut gemacht. Wunderschön. Und jetzt braucht es ein bisschen Action. Das war ein bisschen wenig. Wir mussten den Schauspieler wechseln, dieser war nicht ganz fein. Und das hier ist eine Wanst-Schaumzikade. Sie hat sich einfach einen schönen Pflanzenstängel ausgesucht und ist kräftig am Saugen. Und auch dieser Schauspieler. Man muss ihnen manchmal sagen, dass sie planen müssen herstehen, weil sonst wird es nicht scharf. Und du darfst das einfach nehmen, wenn man ihnen das erzählt. Also die hat es jetzt gar nicht gestört. Da läuft noch ein Statist ins Bild. Immer die Nebendarsteller. Das ist eine gemeine Blutzikade. Ja. Hat sie sich schön positioniert? Da sieht man. Gut, sie tut vorne suchen und hinten läuft raus. Dort man sieht, wie sie den Stängel angestochen hat. Sie hat auch so einen ziemlich starken Saugrüssel. Sieht gut, wie sie den reingestochen hat. Es ist ja so, wenn die Pflanze wenig Nährstoff hat, dann tut sie suchen. Und nachher eben, es läuft hinten raus, weil sie tut das gerade rausfiltern, was sie braucht. Es ist ungefähr 1 Zentimeter lang. Es gibt ganz verschiedene Arten. In den Tropen kommen sie sehr verschieden vor. Und hier haben wir etwa, ich glaube, 2 Gattungen. Und ein paar Unterarten oder so, etwas habe ich gelesen. Da haben wir ein schönes Porträt.
geht es um Paarung. Und sie treiben es auf die Spitze. Genau, am dünnsten Ästchen müssen sie hängen. Ja, ja. Ich glaube, sie wollen es einfach zeigen, wie stark die Verbindung ist. Weil da hängen die Luft. Ne? Ja, ja. Aber sie sind schon wunderschön gezeichnet. Ja, wunderbar. Man sieht auch im Hintergrund, wie es geluftet hat. Also. Und so ist es normalerweise bei Paaren, sie sind nebeneinander. Also die Verbindung, die sie haben, die ist sehr flexibel. Die kann offenbar in alle Richtungen gedreht werden. So eine Paarung kann bis zu 5 Stunden dauern. Und so lange haben wir natürlich nicht gefilmt. Das ist so eine Zwergzikade, eine Spitzkopfzikade. Wir wissen nicht genau, ich denke, sie ist von einem Parasit befallen. Oder ein Ei, das dort unter dem Flügel ist. Nein, sie sollte sich mal drehen, für dass man es besser sieht. Sie hat ein ganzes eigenes Muster. Mhm. Oh, hübsch. No. Jetzt zeigt es. Das ist ein Riesenbolle dort. Das ist eine Bergahorn-Winkelzikade. Die hat sich bei uns ins Büro verflogen. Ja, und hier probiert sie, unser Schäftchen anzustechen. Das ist natürlich so ein Furnier, also nicht richtiges Holz, aber das weiss sie nicht. Aber sie probiert mit aller Kraft reinzustechen. Das ganze Gewicht drauf gelegt. Da sehen wir die Büffelzikade. Die ist anfangs 20. Jahrhundert aus den USA hineingeschleppt worden. Da sehen wir noch eine Spinne, die sie besucht. Das ist eine Springspinne. 1912 hat man sie zuerst mal aus Ungarn gemeldet. Und 1938 ist sie im Wallis in der Schweiz gesichtet worden. Also Büffelzikade. Ja. Jetzt gibt es sie fast überall, von Nordafrika bis Mittelasien. Sie lebt an verschiedenen Pflanzenarten. Äpfel, Birnenbäume, Reben. Aber auch im Gras. Ja, wir vermuten, dass sie mit Früchten eingeschleppt wurde. Das ist gut möglich, ja. Die Weibli, die legen die Eier in Rinderschlitzen ab. Und die Eier, die tun nachher überwintern. Das wär's. Bis später. Bis dann.